hat. Hochgelobt und gebenedeit seist du, Herr Jesus Christus, im allerheiligsten Sakrament des Altares. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du Mensch geworden bist inmitten einer Familie. Josef und Maria, sie haben dich aufgenommen. Allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Auch wir als Kirche sind nun versammelt vor dir in diesem Sakrament, um dich aufzunehmen in unser Herz und selbst auch dann in der Heiligen Messe in unseren Leib. Wir wollen wie Josef und Maria unser Ja zu dir sprechen, unserem Gott, der uns besonders in dieser Weihnachtszeit im Kind begegnet. Jesus, wir möchten jetzt an der Hand deiner Mutter und unserer Mutter Maria diese freudenreiche Geheimnisse in Vorbereitung auf dein Kommen nun beten, dass du unser Herz mit dieser Freude erfüllst, die die heilige Familie auch erleben durfte mit dir. Diese Freude, die selbst in allen Schwierigkeiten standgehalten hat. Wir möchten dich am heutigen Tag ganz besonders für alle Familien bitten, dass du auch in jede einzelne Familie kommst, mit dieser deiner Freude, dass du als Mensch unsere Familien geheiligt hast. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns den Glauben vermehre. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Hoffnung stärke. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Liebe entzünde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder,
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus,
den du, Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, heute zu Bethlehem geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, heute zu Bethlehem geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, heute zu Bethlehem geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder,
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, heute zu Bethlehem geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, heute zu Bethlehem geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, heute zu Bethlehem geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, heute zu Bethlehem geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, heute zu Bethlehem geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, heute zu Bethlehem geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, heute zu Bethlehem geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus,
den du, Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem bösen Namen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Es sei
hast du ihnen gegeben, dass eure Süßigkeit in sich enthält. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Oh, see, and the skin.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der heute in Bethlehem geboren wurde, sei mit euch. Und mit deinem Geist. Wir dürfen in dieser Weihnachtsoktave, in diesen 8 Tagen, wo wir nach Bethlehem kommen, jeden Tag, um zu sagen, heute ist Jesus geboren, der Retter. In dieser Oktav feiern wir auch das Fest der Heiligen Familie, das normalerweise auf den Sonntag nach Weihnachten fällt. Weil aber jetzt Sonntag Weihnachten war und jetzt der Oktavtag Sonntag ist, feiert die Kirche heute, am 30. Dezember, dieses Fest der Familie, wo wir, wenn wir jetzt nach Bethlehem kommen und uns das anschauen und Gott danken, dass er seinen Sohn zu uns gesandt hat und dass er geboren wurde heute, dass wir auf das Umfeld schauen, in dem er geboren wurde, nämlich in einer Familie. Und dafür möchten wir Gott heute Dank sagen, auch für die heilige Familie, für Maria und für Josef, die ihn aufgenommen haben, die ihm die Umgebung geboten haben, dass er Mensch werden konnte, weil das Menschsein sei ja nicht sich in einem Moment vollzieht, sondern in einem ganzen Leben. Und da gehört auch die Familie zum Aufwachsen dazu. Und auch das hat Gott auf sich genommen. Deshalb möchten wir am heutigen Tag besonders die heilige Familie um Fürsprache bitten, für unsere Familien und für alle Familien auf der Welt, weil die Familie das Erste ist, wo ein Mensch wirklich wird. Dass das auch wieder ein neuer Ort der Heiligung wird für uns, für das ganze Menschsein von unserer Welt, dass die Menschen wieder das erkennen. So möchten wir am Beginn dieser heiligen Feier auch Gott um Vergebung bitten, dort wo wir, aber auch dort wo in Familien auch gefehlt wird, gesündigt wird, wo wir nach wie vor dieses Erbarmen Gottes brauchen. Um das möchten wir bitten und stellvertretend auch einstehen. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Herr Jesus Christus, dein Kommen wurde mit Sehnsucht erwartet, erbarme dich in excelsis Deo.
und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit, Herr und Gott, König des Himmels, Gott und Vater, Herrscher über das All. Geborener Sohn Jesus Christus, Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, nimm an unser Gebet, du sitzest zur Rechten des Vaters, erbarme dich unser. Allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste, Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Lasset uns beten. Herr unser Gott, in der heiligen Familie hast du uns ein leuchtendes Vorbild geschenkt. Gib unseren Familien die Gnade, dass auch sie in Frömmigkeit und Eintracht leben und einander in Liebe verbunden bleiben. Führe uns alle zur ewigen Gemeinschaft in deinem Vaterhaus. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Kolosser. Brüder, ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen. Darum begleitet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde, Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. In eurem Herzen herrsche der Friede Christi. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. Belehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Singt Gott in eurem Herzen Psalmen, Hymnen und Lieder, wie sie der Geist eingibt, denn ihr seid in Gottes Gnade.
Alles, was ihr in Worten und Werken tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Durch ihn dankt Gott dem Vater. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn geziemt. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht aufgebracht gegen sie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn so ist es gut und recht im Herrn. Ihr Väter, schüchtert eure Kinder nicht ein, damit sie nicht mutlos werden. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Selig, wer Gott fürchtet und auf seinen Wegen geht. Selig, wer Gott fürchtet und auf seinen Wegen geht. Wohl dem Mann, der den Herrn fürchtet und ehrt, der auf seinen Wegen geht. Was deine Hände erwarben, kannst du genießen, wohl dir, es wird dir gut ergehen. Selig, wer Gott fürchtet und auf seinen Wegen geht. Wie ein fruchtbarer Weinstock ist deine Frau drinnen in deinem Haus. Die jungen Ölbäume sind deine Kinder rings um deinen Tisch. Selig, wer Gott fürchtet und auf seinen gesegnet, der den Herrn fürchtet und ehrt. Es segne dich der Herr von Zion her. Du sollst dein Leben lang das Glück Jerusalems schauen. Selig, wer Gott fürchtet und auf seinen Wegen. Herrsche der Friede Christi, das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. Halleluja, 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 Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, erschien dem Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf,
nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Da stand Josef in der Nacht auf und floh mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes, denn es sollte sich erfüllen, was der Herr durch den Propheten gesagt hat: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes gestorben war, erschien dem Josef in Ägypten ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und zieh in das Land Israel, denn die Leute, die dem Kind nach dem Leben getrachtet haben, sind tot. Da stand er auf und zog mit dem Kind und dessen Mutter in das Land Israel. Als er aber hörte, dass in Judäa Archelaus anstelle seines Vaters Herodes regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und weil er im Traum einen Befehl erhalten hatte, zog er in das Gebiet von Galiläa und ließ sich in einer Stadt namens Nazareth nieder. Denn es sollte sich erfüllen, was durch die Propheten gesagt worden ist: Er wird Nazoräer genannt werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Alleluja, 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 Alleluja. Liebe Brüder, Schwestern, hier in der Kirche, aber auch zu Hause oder über KTV mit uns verbunden, hier in dieser heiligen Feier. Wenn ihr an die heilige Familie denkt, was ist das erste Bild, das vor eurem Geist entsteht? Also was kommt in den Sinn, wenn man das Wort heilige Familie und Bethlehem hört? Also mein erstes Bild, mein erster Eindruck ist der Josef, der die Maria umarmt und sie auf das Jesuskind in der Krippe blicken, voll eines seligen Ausdrucks im Gesicht und voll dieses Friedens. Und wenn wir die Evangelien hören um das Leben herum von Josef, Maria und Jesus, dann war das alles andere als ein selig friedvolles Leben. Also die heilige Familie, die wir uns so heilig, so irgendwie abgehoben vorstellen, schauen wir mal auf diese Familie, weil wir oft denken, zumindest geht es mir so, ja, was müsste sich in meiner Familie ändern, irgendwie, dass es besser wird. Immer hat man nur den Blick, naja, heilig sind wir noch nicht. Aber wenn wir wirklich schauen, was ist uns überliefert, wie ist es der heiligen Familie gegangen, so wirklich, also nicht in unserer Vorstellungswelt, sondern das, was sich ereignet hat. Da war einmal diese Jungfrau, die gesagt hat, ich möchte dem Messias dienen, wenn er kommt. Und dann war da ein Mann, der zur Heirat geschritten ist. Ja, und diese Jungfrau wird jetzt mit diesem Mann verlobt, wo die Jungfrau eigentlich ja auf den Messias wartet und gar nicht heiraten will. Und der Josef, der sich wahrscheinlich eine wunderbare Frau einfach wünscht. So, dann kommt da ein Engel daher zu dieser Jungfrau und sagt, so, du sollst Mutter werden. Und sie hat ja gar nicht gerechnet damit. So, ein ganzes Leben wird umgestellt. Der Josef hat auf einmal eine Verlobte, die schwanger wird. Nicht von ihm, und er denkt, ja, wie kann ich dieser Verlobten gerecht werden, wenn das Kind da von Gott ist, ja? Völlige Überforderung. Dann muss auch ihm ein Engel sagen, na, mach das, nimm das auf dich. Also das hat schon voll schwer begonnen mit komplett übereinanderwerfen von diesen zwei Personen. Und dann hat Josef Maria zu sich genommen und sie sind sozusagen diese Vereinigung vor dem Herrn eingegangen, okay, wir nehmen das auf uns. Dann müsste man denken, ja toll, erste Schwierigkeit vor der Heirat gemeistert, überwunden. So, was kommt jetzt in der Schwangerschaft? Hochschwanger, mitten vor der Geburt, müssen sie nach Bethlehem, von Nazareth nach Bethlehem, hochschwanger. Also ich weiß nicht, welche Frauen von euch schwanger waren? Eine Woche vor der Geburt, geht's kurz in eure Gedanken? Eine Woche vor der Geburt sagt jemand so, reise jetzt da
nur Kilometer weit, nämlich ohne Auto und ohne irgendwelchen Komfort. Also, das ist schon die heilige Familie, ja? Die haben das durchgemacht. Also, da hochschwanger nach Bethlehem und dort, weil alle nach Bethlehem gezogen oder gegangen sind, nicht einmal eine Herberge. Also, die heilige Familie, die haben echte Schwierigkeiten gehabt. Die haben das höchste Geschenk, Gottes Sohn, mitten unter ihnen, im Bauch von der Maria, und dann müssen die durch solche Schwierigkeiten durch. Möchte man doch meinen, ja, dann wird Gott wenigstens ein Herberg, ein warmes Platzerl für diese seine Familie haben. Na, nix da, in Armut, im Stall, ja, auch wenn sie vielleicht dort diesen Frieden gehabt haben, kalt war es trotzdem. Also das war nicht diese warme Herberge, wo geheizt wurde. Sie haben schon ein Feuer wahrscheinlich gehabt, aber angenehm war es nicht. Also dieser Friede, den wir in unseren Vorstellungen haben, der ist in den Schwierigkeiten drinnen. Und das bedeutet für unsere Familien, wenn wir Schwierigkeiten haben oder in unseren Gemeinschaften, wenn wir Schwierigkeiten haben, dann sind wir auf dem besten Weg, heilig zu werden. Denn es gibt keine Heiligkeit, keine heilige Familie ohne Schwierigkeiten. Das ist eine falsche Vorstellung zu meinen, alles ist in dieser Wonne dieses seligen Ausdrucks und dieses Umarmens und des aufs Jesuskind blicken. Das ist vielleicht, gibt Momente, ja, wo das aufstrahlt. Aber der Grundduktus ist schwer. So, jetzt ist Jesus in der Welt eh schon genug beschwerlich, dass sie da in Bethlehem sind. Und dann weckt der, oder wird dem Josef im Traum auch noch gesagt, so, da gibt es Menschen, die dieses Kind umbringen wollen. Fort nach Ägypten. So, nicht einmal wieder zurück irgendwie Nazareth, also einfach zusammenpacken nach Ägypten, keine Ahnung wie lange, keine Ahnung wie das wird, ohne irgendwas einfach nur wegziehen. Das Tagesgebet, das wir gebetet haben, ist, dass wir gebetet haben, dass die heilige Familie ein Vorbild für uns ist, und zwar in Frömmigkeit und Liebe. Das Vorbild besteht nicht darin, dass sie perfekt waren und keine Schwierigkeiten hatten. Das Vorbild besteht darin, wie sie die gemeistert haben. Nämlich auch, wie es in der Lesung heißt, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Die Mutter Gottes hat nicht dem Josef gesagt, ja du mit deinen Träumen, ja, sondern ja, sie hat dem Josef diesen Gehorsam, auch wenn sie nicht gewusst hat, ja, eh schon genug beschwerlich da mit dem Josef nach Bethlehem, jetzt auch noch mit neugeborenen Kind, das gestillt wird, auch noch nach Ägypten. Also die Reise geht weiter, sie hört nicht einmal auf bei diesen Strapazen. Neues Umfeld, Bleibe suchen, Arbeit suchen, in der neugeborenen Zeit von Jesus. Ja. Kann man auch sagen, ja, welche Verletzung hat denn das Jesuskind dann emotional gehabt? Überhaupt kein stabiles Umfeld um sich, nur die Mutter und den Josef. Also da merkt man schon, also Heiligkeit und gesundes Aufwachsen liegt in etwas viel Tieferem, als in dem nicht Schwierigkeiten zu haben. Und dann in Ägypten, ja, einfach diese Frömmigkeit, dieses Vertrauen, Gott wird uns schon führen. Und der Engel ist erst wiedergekommen, als sie zurück von Ägypten geführt werden sollten. Dazwischen ist nicht berichtet, dass sie irgendwie einen Engel gehabt haben, der sie in Ägypten gesagt hat, jo Josef, du such eine Arbeit und dort wirst du das finden. Ja, da haben sie sich selber durchschlagen müssen. Schon mit Gottes Hilfe und mit dem Vertrauen ihm gegenüber, aber sie haben da auch durchkämpfen müssen. Und dann, als sie zurück sind, haben sie sich auf den Weg gemacht und dann wird der Josef wohl nachgedacht haben, wohin. Als er aber hörte, dass in Judäa Archelaus anstelle seines Vaters regierte, fürchtete er sich und dann, weil er im Traum einen Befehl erhalten hatte, zog er eben dann nach Nazareth wieder. Also die Engel haben da schon sehr stark eingegriffen und es zeigt uns auch, aus diesem Evangelium, wo immer steht, damit sich erfüllt, ja, ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen, damit sich erfüllt, er wird Nazaräer genannt werden. Also beim Herodes, der Jesus töten wollte, das ist ja wirklich Sünde, ne? Dass man einem Kind nach dem Leben trachtet und dann auch noch die anderen Kinder ermordet. Und da hat
Gott sozusagen seinen Plan trotzdem erfüllt. Die Sünde konnte ihn nicht hindern. Das heißt, der Engel, der zu Josef im Traum gekommen ist, der war notwendig. Aber für die vielen Familien, deren Kinder umgebracht wurden, dort ist kein Engel hingegangen. Und das zeigt uns, dass Gott uns verschieden führt, ja? Wie es bei den unschuldigen Kindern im Tagesgebet heißt, sie haben durch ihr Sterben Gott verherrlicht. Die Verherrlichung bei Jesus war, dass er, der Messias am Kreuz erst verherrlicht werden sollte. Ja? Deshalb hat Gott da eingegriffen, weil es noch nicht seine Zeit war. Auch wie die Menschen in Kapernaum Jesus vom Abhang hinabstürzen wollten, es ist auch, aber seine Zeit war noch nicht gekommen. Und das ist Frömmigkeit, dass wir glauben, dass Gott alles in Händen hält. Ja, und wenn wir meinen, wie bei diesen Familien, wo die Kinder umgebracht wurden, ja, und was ist bei mir? Bei mir hat Gott nicht eingegriffen, wie bei diesen Familien. Dann sollen wir trotzdem glauben, dass sich dadurch Gott verherrlicht, wenn etwas nicht nach unseren Vorstellungen geht. Josef und Maria, da sind wir in bester Gesellschaft. Was ist denn bei deren nach deren Vorstellung gegangen? Als sie Jesus im Tempel hingebracht haben zur Reinigung, zum vorgeschriebenen Ersatzopfer für die Erstlinge, hat ja auch der Simeon zu Maria gesagt, dir aber wird ein Schwert durch deine Seele dringen. Also immer wieder dieses Umdenken. Und dann, als sie endlich in Nazareth waren, ja, und dann hinaufgezogen sind nach Jerusalem zur ersten Wallfahrt von Jesus, als er 12 Jahre alt war, und beim Heimgehen bleibt er einfach dort. Der Sohn Gottes höchstpersönlich, dieser Jugendliche, der war, ja, lässt seine Eltern einen Tag lang wegreisen, obwohl er das ja weiß, dass sie zurückfahren oder zurückgehen. Und nach einem Tag kommen sie drauf, Josef und Maria müssen einen Tag wieder zurückgehen. Und als sie ihn dann endlich gefunden haben, wieder in Frömmigkeit, sie haben einfach Gott vertraut, ja, dann wirst du uns schon wieder zu unserem Sohn bringen, ja. Ist die Maria vorgeprescht, also nicht der Josef, die Maria spricht zu Jesus, sagt, Kind, warum hast du uns das angetan? Wir haben dich voll Angst gesucht. Die heilige Familie, der wir so ein seliges Gesicht uns vorstellen, ja. Da hat Maria voll Angst, diesem jugendlichen Sohn Vorwürfe gemacht. Also kennen Sie das von euren Familien, die Mütter vielleicht, wenn man dann den Kindern einmal einen Vorwurf macht? Das ist Heiligkeit. Also, und was sagt dieser jugendliche Jesus drauf? Ja, warum habt ihr mich gesucht? Habt ihr als Mütter auch schon von euren Kindern so eine falsche Antwort gekriegt? Ja, das gehört auch zur Heiligkeit dazu. Unglaublich, dass Heiligkeit nicht etwas Fernes ist. Aber wieder, die Heiligkeit besteht darin, wie haben sie das gemeistert, diesen Konflikt. War ja ein Konflikt. Jesus im Tempel hat sich nicht irgendeiner Schuld bewusst gefühlt und auch Marie und Josef haben gedacht, ja, aber diese Angst hätte nicht sein müssen, ja, das war unnötig. Ja, aber sie haben das einfach einander ertragen, wie es auch in der Lesung heißt, ertragt euch gegenseitig und vergebt einander. Auch wenn das jetzt nicht Sünde war, ja, die Maria hat trotzdem dem kleinen Jesus oder dem jugendlichen Jesus dort das nachsehen müssen, dass er jetzt nichts gesagt hat. Und Jesus hat auch lernen müssen, okay, vielleicht ist doch gescheiter, ich sage meinen Eltern das. Wie es auch wir in unseren Familien den Kindern lernen müssen. Und wo es heißt, und dann war er ihnen gehorsam. Und auch an anderer Stelle, er hat den Gehorsam durch seinen Leiden und seinen Tod gelernt. Also auch dieser Sohn Gottes, der Gott höchstpersönlich ist, hat sich so erniedrigt, dass er gelernt hat. Und wenn wir in unseren Familien Konflikte austragen müssen, ja, wir sollen uns hüten, aufbrausend zu werden und einander zu beschimpfen, das ist nicht Heiligkeit, ja, sondern wirklich zu sagen, okay, da gibt es einen Konflikt, und jetzt schauen wir gemeinsam auf Jesus, auf Gott und ertragen uns gegenseitig in dieser Meinungsverschiedenheit. Wir müssen die nicht auflösen, dass einer Recht hat, sondern dass wir einfach schauen, ja, wie gehen wir weiter. Und das haben sie ja gemacht, also auf die nächste Situation zu schauen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Der heilige Josef hat da
der Mutter Gottes den Vortritt lassen. Also Erziehung hat die Mutter Gottes gemacht von Jesus. Ihr Kinder, gehorcht eure Eltern. Obwohl der Josef ja nicht der Vater war, weil Jesus gesagt hat, muss ich nicht in dem sein, was meinem Vater gehört, also der Gust, Gott ist sein Vater. Er wird sich Josef untergeordnet, auch in der Arbeit später von Josef gelernt. Also wirklich, Gott hat diesen Vorgang in der Familie geheiligt durch Josef und Maria, damit wir Zuversicht haben in unseren Familien, dass es da nicht perfekt zugehen muss, sondern dass wir uns einfach auf Gott hin ausrichten, in Frömmigkeit und Liebe, Gott zu vertrauen und so schwierig die Anstrengung von Liebe auch ist, zu sagen, okay, das ist halt sehr nüchtern alles bei uns mit der Zeit, wo es in Familien normal ist, wo man sich nicht immer umarmt, sondern wo man dann einmal streitet, wo man dann einmal einen Konflikt austragt. Oder meistens in den Dingen, wo man sich schön was vorbereitet und dann ist ein Familienmitglied, die das irgendwie alles durcheinander wirft. Ja? Aber dann gilt, ertragt einander in Liebe. Das ist wirklich das Vorbild der heiligen Familie, dass wir nicht zu sehr in unseren Vorstellungen hängen bleiben, wie Heiligkeit in der Familie sein muss, sondern dass wir wirklich zulassen, dass Gott uns in der Liebe fordert, wie er diese Familie gefordert hat. Ja, seine eigene Familie. Und wenn es Josef, Maria und Jesus so gegangen ist, dann wundern wir uns nicht, wenn wir auch Schwierigkeiten haben und wenn nicht alles glatt läuft. Das gibt's halt nicht. Also weder bei der heiligen Familie noch in unseren Familien, selbst die, die nach außen hin alles perfekt machen, ja, es gibt's halt nicht, weil wenn es gegeben hätte, hätte ja Gott das gewählt. Aber Gott hat für unsere Welt das Kreuz ausgesucht, das ja aufgeleuchtet ist, wie Jesus dann gesagt hat, verherrliche deinen Sohn. Ja, die Verherrlichung geschieht durch das Kreuz, die Maria und Josef schon am Beginn ja, begonnen hat. Und Maria ist dann bis zum Kreuz und bis zu ihrer Auferstehung auch gegangen. Ja. Das ist dieser Weg, den auch wir folgen sollen. Und für das ist die Familie, die heilige Familie, uns Vorbild. Möge Josef und Maria uns helfen, dass auch wir ihrem Vorbild folgen und Schwierigkeiten mit Gott meistern. Amen. Herr Jesus Christus, du bist in einer Familie geboren worden und hast dich untergeordnet. Wir kommen zu dir mit all unseren Bedürfnissen, Konflikten, aber auch Freuden, die auch wir in unseren Familien erleben und bitten dich. Segne unsere Familien und schenke ihnen Güte und vorbehaltlose Annahme füreinander. Christus, Menschenfreund. Wir bitten dich, erhöre uns. Versöhne die Streitenden miteinander und heile die Wunden der Herzen. Christus, Menschenfreund. Wir bitten dich, erhöre uns. Schenke Frieden unter den Generationen und Verständnis für verschiedene Lebenswege. Christus, Menschenfreund. Wir bitten dich, erhöre uns. Gib Herzlichkeit und Geduld im Umgang mit Kranken, Behinderten und Alten, Christus, Menschenfreund. Wir bitten dich, erhöre uns. Bestärke die Ehepartner in der Treue und die Eltern in der Sorge für ihre Kinder, Christus, Menschenfreund. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die sich unserem Gebet anempfohlen haben und in den Anliegen aller, die mit uns über KTV diese heilige Messe mitfeiern. Christus, Menschenfreund. Wir bitten dich, erhöre uns.
Lass unsere Verstorbenen teilhaben am ewigen Gastmahl in deinem Reich. Christus, Menschenfreund. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, wir danken dir für den Mut, den wir bekommen, wenn wir auf das Leben der heiligen Familie blicken. Denn du möchtest uns stärken zu einem Leben in Heiligkeit und in vollkommener Liebe. Dir sei die Ehre heute bis in alle Ewigkeit. Amen. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Herr, unser Gott, am Fest der heiligen Familie bringen wir das Opfer der Versöhnung dar. Höre auf die Fürsprache der jungfräulichen Gottesmutter und des heiligen Josef. Erhalte unsere Familien in deiner Gnade und in deinem Frieden. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn Fleisch geworden ist das Wort, und in diesem Geheimnis erstrahlt im Auge unseres Geistes das neue Licht deiner Herrlichkeit. In der sichtbaren Gestalt des Erlösers lässt du uns den unsichtbaren Gott erkennen, um in uns die Liebe zu entflammen,
zu dem, was kein Auge geschaut hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob, denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den hochheiligen Tag, an dem Maria in unversehrter Jungfräulichkeit der Welt den Erlöser geboren hat. Durch ihn, unseren Retter und Herrn, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe, deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Christoph und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns als Kinder Gottes, die wir sind, zu unserem himmlischen Vater beten, wie es Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, als du geboren wurdest, verkündeten Engel den Frieden auf Erden. Deshalb bitten wir dich, starker Gott, Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch und mit deinem Geiste. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Unser Gott ist auf der Erde erschienen als Mensch unter Menschen. Mein Jesus, ich glaube, dass du im allerheiligsten Sakrament des Altares zugegen bist. Ich liebe dich über alles und meine Seele sehnt sich nach dir. Da ich dich aber jetzt im Sakrament des Altares nicht empfangen kann, so komme jetzt geistigerweise zu mir. Ich umfange dich, als wärest du schon bei mir und vereinige mich mit dir. Ich bete dich in tiefster Ehrfurcht an. Lass nicht zu, dass ich mich je von dir trenne. Thank you.
Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du hast uns mit dem Brot des Himmels gestärkt. Bleibe bei uns mit deiner Gnade, damit wir das Vorbild der heiligen Familie nachahmen und nach der Mühsal dieses Lebens in ihre Gemeinschaft das Erbe erlangen, das du deinen Kindern bereitet hast. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Danke und vergelt's Gott, liebe Michaela, lieber Frater Josef Maria, dass ihr auch das, nicht nur den Kopf am Weihnachten, sondern auch das Herz mitgenommen habt, dass wir die heilige Familie loben durften im Herzen, allen Emotionen, auch der Musik. Vergelt's Gott dafür für euren Einsatz. Und möge dieser Segen von Weihnachten auch euren Familien allen geschenkt sein, dass ihr nicht denkt, wenn es nicht ideal ist, dann ist irgendwo die Sünde drin, sondern nein, das ist einfach vieles menschlich, was uns zur Heiligkeit führt. Dazu stärke euch der Weihnachtssegen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der barmherzige Gott hat durch die Geburt seines Sohnes die Finsternis vertrieben und diesen Tag erleuchtet mit dem Glanz seines Lichtes. Er mache eure Herzen hell mit dem Licht seiner Gnade. Amen. Den Hirten ließ er durch den Engel die große Freude verkünden. Mit dieser Freude erfülle er euer ganzes Leben. Amen. In Christus hat Gott Himmel und Erde verbunden. Durch ihn schenke allen Menschen guten Willen seinen Frieden. Durch ihn vereine er euch mit der Kirche des Himmels. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.